Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung von mir. Heute zeige ich euch, wie man dieses schöne, einfache Schlaufenmuster häkeln kann. Es eignet sich sehr für Teppiche, Decken. Man kann damit aber auch eine selbst gehäkelte Tasche dekorieren oder Ärmel oder Kragen eines Pullis oder einer Jacke verschönern. Wir können hier jede Wolle verwenden, die wir wollen. In meinem Fall ist es heute eine Acrylwolle, die ich mit der Häkelnadel der Stärke 3 arbeiten werde. Wir brauchen eine Schere und eine Wollnadel, um am Ende die Restfäden zu vernähen. Holen wir uns also unseren Faden, unsere Häkelnadel und machen als erstes eine Anfangsschlinge. In meinem Fall, um euch das Muster zu zeigen, werde ich heute 20 Luftmaschen anschlagen. 1, 2, 3, 4, 5 bis 20. Wenn ihr eure Luftmaschen angeschlagen habt, überspringen wir die erste Masche, gehen mit der Häkelnadel in die zweite Masche hinein, holen uns den Faden durch, haben jetzt zwei Schlingen, hole den Faden und masche alle beiden Schlingen ab. So haben wir eine feste Masche gemacht. In die nächste freie Masche wiederholen wir eine feste Masche. Und so werden wir in jede freie Masche eine feste Masche machen, bis wir am Ende unserer Reihe angekommen sind. Und dann sehen wir uns wieder. Am Ende unserer Reihe angekommen, machen wir eine Luftmasche und wenden unsere Arbeit. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns jetzt auf der Rückseite unserer Arbeit. Hier auf der Rückseite werden wir immer unser Schlaufenmuster machen, damit wir dann die Schlaufen auf der Vorderseite erkennen können. Also ich gehe in die erste freie Masche hinein. Wie ihr sehen könnt, haben wir den Faden um den Zeigefinger. Der liegt um den Zeigefinger. Ich hole jetzt mit der Häkelnadel diesen ersten Faden, ziehe ihn hinter dem zweiten Faden, komme mit der Häkelnadel nach vorne und gehe in die feste Masche hinein, wo wir die Arbeit gestartet haben. Lasse meine Schlinge hinten fallen und mache eine feste Masche. In die nächste Masche gehe ich hinein, hole mit der Häkelnadel diesen ersten Faden, ziehe ihn hinter diesen zweiten Faden, überquere diesen Faden und steche mit der Häkelnadel in die feste Masche hinein, wo wir gestartet sind. Wir haben jetzt drei Schlingen auf der Nadel, lassen diese Schlaufe hinten fallen und machen eine feste Masche. Und wie ihr sehen könnt, auf der Vorderseite, auf der schönen Seite, liegen unsere Schlaufen. Wir gehen in die nächste freie Masche, holen mit der Häkelnadel den ersten Faden, ziehen ihn hinter den zweiten Faden, überqueren diesen und gehen mit der Häkelnadel wieder in die feste Masche hinein, wo wir gestartet sind. Lassen unsere Schlinge fallen und machen jetzt eine feste Masche. In die nächste freie Masche holen uns den vorderen Faden, ziehen ihn hinter den zweiten Faden, überqueren diesen und mit der Nadel gehen wir wieder in die feste Masche hinein,
wo wir gestartet sind, lassen unsere Schlaufe fallen und machen eine feste Masche. Hoppla. In die nächste Masche hinein, holen uns mit der Häkelnadel den Faden, ziehen ihn hinter diesen zweiten Faden, überqueren den Faden und gehen in die feste Masche hinein, wo wir gestartet sind, haben unsere drei Schlingen auf der Häkelnadel, die Schlaufe lassen wir hinten fallen und machen eine feste Masche. Noch einmal, ich gehe in die nächste freie Masche hinein. Mit der Häkelnadel hole ich mir den vorderen Faden, ziehe ihn durch den hinteren, überquere ihn mit der Häkelnadel und steche in die gleiche Einstichstelle ein. Habe jetzt drei Schlingen. Lasse die Schlaufe fallen und mache eine feste Masche. Und das wiederholen wir jetzt die ganze Reihe entlang und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir an unserer vorletzten Masche angekommen sind, wollte ich euch nur darauf aufmerksam machen, dass sich die letzte Masche immer ein wenig versteckt. Versucht diese nicht zu vergessen. Wir machen auch hier unser letztes Schlaufenmuster. Und haben jetzt unsere Reihe beendet. Wie ihr sehen könnt, auf der vorderen Seite kann man das Muster schon sehr, sehr gut erkennen. Jetzt machen wir wieder eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit. Wir befinden uns jetzt auf der Vorderseite, auf der schönen Seite der Arbeit. Auf dieser Seite werden wir in der ganzen Reihe immer nur in jeder Masche eine feste Masche machen. Bis wir am Ende unserer Reihe angekommen sind. Eine feste Masche in jede Masche. Am Ende unserer Reihe angekommen, machen wir wieder eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit, befinden uns jetzt auf der Rückseite unserer Arbeit und hier werden wir immer das Schlaufenmuster machen. Wir gehen in die erste Masche, holen den Faden, gehen auf die Rückseite des hinteren Fadens, überqueren den Faden, gehen wieder in die feste Masche, wo wir gestartet sind, lassen unsere Schlaufe fallen und machen eine feste Masche. In die nächste freie Masche, unsere nächste Schlaufe und die feste Masche. In die nächste freie Masche, und so machen wir jetzt unsere Reihe bis am Ende wieder weiter und dann sehen wir uns wieder. Am Ende unserer Reihe angekommen, machen wir die Luftmasche, wenden die Arbeit, befinden uns jetzt auf der Vorderseite und wie ihr sehen könnt, kann man unser schönes Muster schon gut erkennen. Auf der Vorderseite werden wir immer nur in jeder freien Masche eine feste Masche machen, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind, wo wir eine Luftmasche machen, die Arbeit wenden und dann wieder unser Schlaufenmuster beginnen. Wir werden abwechselnd eine Reihe mit dem Muster, eine Reihe mit festen Maschen machen, bis wir die Höhe erreicht haben. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht und
war euch behilflich? Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder.